Okay. Ein lebloser Körper treibt in einer ungesund aussehenden Flüssigkeit. Auf einem kleinen angelaufenen Bronzeschild unter der Röhre steht Mykolos D. Versagen nach 2 Minuten. Fehlendes Herz. Mykolos E. Versagen nach 10 Tagen, 10 Stunden, 3 Minuten. Von Krankheit befallen. Mykolos C. Versagen nach 3 Tagen, 1 Stunde, 43 Minuten. Todesursache unbekannt. B. Versagen nach einem Tag, 30 Stunden, 10 Minuten. Lungenkapazität nicht ausreichend. Mykolos A. Versagen nach 2 Stunden, 12 Minuten. Gehirnstamm unreif. Okay. Diesem tiefen Gnomen hat man die Augen ausgestochen. Als er euch näher kommen hört, zuckt er zusammen und trischt davon. Er scheint zu verängstigt, um mit euch zu sprechen. Wir haben jetzt mit rausgeschnittenen Zungen, wir haben mit rausgestochenen Augen. Wir haben Malavon mit Erdkolossen und zwei Eisen. Golems. Dein Befehl, weiter. Das wird spaßig werden. Das wird echt spaßig werden. Ja. Ja, einmal das die gebundenen Hände und dann noch das Auge. Also ja, hier oben sind auch sehr viele Pilze. Sag, was du von weiter. Das heißt, wir gehen hier in Stellung. Wie kann ich helfen? Ist etwas nicht in Ordnung? Zaubern ein bisschen göttliche Macht. Steinhauen. Du zauberst das hier. Dein Befehl. Du zauberst das. Ach, du zauberst Wie kann ich am besten zu Diensten sein? Du zauberst auch noch gleich nach. Den hätte ich eigentlich als erstes zaubern sollen. Stufe 2. So, und jetzt noch die Hast. Kein Schritt weiter, oder diese Sklaven werden sterben. Seht ihr die Golems zu meinen Seiten? Sie sind durchaus in der Lage, all diese lächerlichen Kreaturen zu töten. Wartet, ich gehe nirgendwo hin, aber tut den Sklaven nichts zuleide. Was ist los? Habt ihr Angst vor einem Zweikampf mit mir? Ach, hört auf zu blöffen. Glaubt ihr, interessiert mich für eure blöden Sklaven? Tötet sie ruhig. Es gibt mir mehr Zeit, mich um euch zu kümmern. Sagen wir mal, wirklich wartet. In Ordnung, lasst die Waffen fallen. Fallen lassen. Und alle Zauberstäbe und Tränke und... Wollen wir doch dem kleinen jämmerlichen Zwiffel nicht wehtun, oder? Ihr seid wahnsinnig. Ihr langweilt mich bereits mit eurem Gerede über Wahnsinn. Ich denke, ich setze hier die Maßstäbe für Zurechnungsfähigkeit. Danke sehr. Stechen normale Menschen vielleicht einem Dutzend Gnome die Augen aus? Sie haben mich angestarrt, verdammt nochmal. Sie haben mich immer beobachtet, genau wie jetzt ihr. Meine Schwestern haben mich auch immer beobachtet. Nur Gina hat noch ihre Augen, damit sie sehen kann, wie Makev sie lüstern angrinst. Schon gut, ihr habt mich überzeugt. Ihr werdet sie töten. Tollwütiger Hund. Ja, zufrieden? Nein, eigentlich nicht, aber danke der Nachfrage. Und jetzt, wenn ihr nichts dagegen habt, sterbt. Oh, er hat. Sag, was du von mir willst. Nur ich habe alles fallen lassen. Sie kann noch ein Schlangenschuppenöl trinken. Gut.
machen. Oh, und da war ja noch was mit. Immer bereit. Ja? Jawohl! Ich brauche Alten. Ich bin. Pass mal auf. Okay. Quick Save. Wie kann ich sofort? Habt ihr jetzt Angst vor dem Zweikampf? Nein, nicht wirklich. Ich hatte nur gerne andere Moralpredigten. Außerdem sehe ich ja diese Elendigen gerne sterben. Warum nicht beides verbinden? Ihr macht doch. Das macht doch allen Spaß. Naja, vielleicht nur mir. Ich weiß nicht. Ich bin jetzt tatsächlich viel rausgekommen. Wozu auch? Haha. Ich kann von hier aus alles sehen. Ich beobachte alles. Immer. Ihr blöfft doch. In einem Augenblick werdet ihr euch schlecht fühlen, aber ich werde mich so gut fühlen. Ha. Leiden sollt ihr leiden. Dein Befehl. Gewiss. Okay. Kann ich helfen? Wir können nochmal speichern. Können wir jetzt erstmal den Kettenzauber machen? Ja. Ja, ich wüsste gerne, wie ich den Zwergen helfen könnte. Nicht den Zwergen, den Bereit zu neuen Taten. Sag, was du von mir willst. Kann ich noch was hier machen? Nö, dubiöses Niederschlag. Wie kann ich am besten zu Diensten sein? So, dann fehlt noch ein Hast. Und eine Verteidigungskoordination. Weiter! Ich mach so Schmerzen. Dein Befehl? So, der Anführer ist tot. Weiter. Erstmal zurückziehen. Euer Leben ist gewalttätig werden müssen. Euer Ende ist nah. Ich glaube, damit hat er nicht gerechnet, dass ich. Spür meine steinerne Klinge! Malamon, haha, was für eine nächste Arbeit ihr doch mit der Zerstörung meines Scheinbildes verrichtet habt. Seine Erschaffung hat mich viel Zeit gekostet, aber Geld spielt keine Rolle, wenn das Leid anderer eine Besonung in Aussicht steht. Haha. Sablik Tan hat immer gedacht, er sei Meister der Magie. Er hat mich immer abgewiesen und ständig seine geliebten stinkenden Orks auf meine kleinen Erdkolosse gehetzt, die darauf abgerichtet waren, meine Lieblinge umzubringen. Aber ich habe zuletzt gedacht, als ich ihn in einen Erdkoloss verwandelt und inmitten seiner hinterlistigen Geschöpfe ausgesetzt habe. Und jetzt wird euch dafür, dass ihr euch in meine Angelegenheiten abgemischt habt, ein ähnliches Schicksal erteilen. Ihr habt meine Diener umgebracht und mein Heim zerstört. Das Blatt wendet sich jetzt. Worum handelt es sich? Ja. Euer Ende ist nah. Sofort. Ach, da oben ist er jetzt. Euer Ende ist nah. Sag, was du von mir willst. Au, da hat uns die Todeswolke getötet. Wie kann ich helfen? Vorwärts! Ah!
So, Rückzug wieder. Ich mach mir meinen Bart. Ich mach so schmerzlos. Euer Ende ist nah. Euer Ende ist nah. Ich mach so schmerzlos wie möglich. Dein Befehl in Ordnung. Ja, es soll geschehen. So, jetzt sollte noch der letzte hier zu kommen. Sag, sofort. Wie kann ich helfen? Kann ich helfen? So, vor allem mal den Kettenzoll auf. Ja. Na, wir dieses Mal wissen, wo er hingeht. Wow. Ja. Ist er jetzt tot. Vorwärts. Und er hat auch ein Abzeichen. Und eine Robe und Sachen. Hast du das Abzeichen zu dir? Weil du sammelst ja die Abzeichen. Auf dieser schwarzen Stahlplatte ist das Siegel vom Malavons. Siegel. Das schlaflose Auge in Rot eingraviert. Mhm. Jorrel-Siegel und Krillax-Siegel. So. Beide Sachen müssen wir jetzt erst identifizieren. Robe der Wache, Rüstungsklasse 3, Rettungswürfe, Unauffindbarkeit. Resistenz gegen Blick der Erdkulasse, was uns jetzt nichts mehr wirklich bringt. Feuerkuss. Nee. Gut. Stufenerhöhung. Rettungswürfe, ETW, Schadensfaktor, Fähigkeitspunkte, Trefferpunkte, ja. Also auch nur 2 Trefferpunkte. Ist eigentlich 100 das Maximum? Nein, wir können es noch sehr weit in die Höhe treiben. So. Stufenerhöhung noch bei dir. Erster, dritter und sechster Grad. 2 Trefferpunkte. Okay. Erster Grad. Na komm, nochmal Furchtbann, sicher ist sicher. Dritter Grad. Ganz ehrlich, tilgen wir die Skelette aus und packen mehr Heilung rein. Und sechster Grad ist ganz neu. Mit diesem Heilzauber können Krankheiten und Verletzungen des Betroffenen aufgehoben werden. Ah ja, das ist eine Vollheilung, was praktisch ist. Luftdiener ruft ein Luftelementar. Also sowas ähnliches wie ein Luftelementar. Chaosschild. Der viele Angriffe abwehrt oder ablenkt. Plus 6 auf Rüstungsklasse, 50 Widerstandskraft gegen die meisten Angriffe. Rettungswürfe, Immunität gegen Angriffe, die mit Geschosswaffen. Das ist krass, ja. Eigentlich sollte ich fast das nehmen. Falscher Sonnenaufgang, Klingenbarriere, Luftdiener war klar, Materiespiegel. Schützende Scheibe. Die Projektile zurückwirft. Ja. Spiritueller Zorn, Strahl des Ruhms. Der ist auch böse. Gerade gegen Scheusale und untote Wesen.
Charaktere herbeirufen? Chaos-Schild oder... Ich nehme mal das Chaos-Schild. So. Sag, was du von mir willst. Es soll geschehen. Jetzt sollte ich allerdings erst einmal speichern. Kann im Moment nicht gespeichert werden. Wahrscheinlich kann ich im Moment auch nicht rasten. Nein. Ich möchte mich ja nicht einmischen. Das heißt, wenn ich noch einen Schritt machen, alle muss gehen mal die Füße ab. Hier durch. Ich bin müde. Wir müssen rasten. So, hier kann ich dann speichern. Das ist dann LP018. Also 019. Speichern. Und dann sehen wir uns gleich wieder.